Bundesliga, zweiter Spieltag mit den Topspielen. Dortmund beim FC Köln. Bayern auf Schalke. Und am Sonntag Leipzig gegen Frankfurt. Radek is the best. No, Chris is the best. Okay, they're both awesome. That's right. May the best win. Allgemeine Sportwettentipps und konkrete Wetttipps kostenlos per E-Mail jetzt eintragen auf xbet.tipps. Viel Spaß mit den X-Bet-Tipps von Chris Custodian und Radek Vegas. Herzlich willkommen zusammen zum zweiten Spieltag. Das ist die Bilanz von unserem ersten Spieltag. 8 Wetten, 3 gewonnen, einmal Cashback und 4 knapp verloren. Wie immer, wenn man verliert, war es knapp. Aber mein Gott, minus 0,5 Einheiten. Darauf kann man aufbauen. Und diese Woche geht es weiter mit einigen sehr, sehr schwierigen Spielen. Was hast du dir da ausgedacht, Chris? Ja, ausgedacht habe ich mir erstmal, dass unser Start auf jeden Fall gar nicht mal so verkehrt ist für den ersten Spieltag. Ich glaube, auch in der letzten Saison haben wir erst angefangen, Profite zu machen, nachdem ein bisschen da Zeit verstrichen ist. Auf jeden Fall geht es los mit Köln gegen Dortmund, der Spitzenreiter beim Aufsteiger. Köln mit einem 2-1 gestartet, also 2-1 Niederlage in Wolfsburg und jetzt kommt Dortmund. Ich glaube, dass der BVB die Kölner sofort unter Druck setzen wird und die 1,4er-Quote für den Sieg von Dortmund ist uns nicht gut genug. Deshalb ist unser erster Tipp eine minus 1 auf den BVB. Heißt also, wenn sie mit einem Torunterschied gewinnen, gibt es Geld zurück. Bei 2 Toren Unterschied haben wir die Wette gewonnen. Gibt eine Quote von um die 1,8. Kann man mal machen. Ja, vor allem was soll schief gehen, oder? Der BVB als Tabellenführer natürlich hier der Top-Favorit und wenn sie gewinnen, dann mit einem Tor Vorsprung oder vielleicht auch sogar mit mehr. Dass Köln hier die Sensation gleich am zweiten Spieltag schafft, nach dem 5-1 Auftaktsieg der Dortmunder, halte ich jetzt auch etwas für übertrieben. Aber dennoch, ja, mei, die Quote gibt nicht allzu viel her und die Kölner im ersten Heimspiel der Saison sollte man vielleicht auch nicht unterschätzen. Sie haben immerhin in Wolfsburg nur knapp verloren, auch wenn der Anschlusstreffer spät fiel. Gut, dann kommen wir zum zweiten Spiel des Spieltags, Hoffenheim gegen Bremen. Da finde ich es interessant, auf Hoffenheim zu gehen. Die haben eine 1,83er-Quote für den Heimsieg, haben im ersten Spiel knapp verloren. Zu Hause, auswärts in Frankfurt. Das heißt, jetzt müssen sie zu Hause mal liefern. Und da kommt eine schwache Bremer Mannschaft, die im ersten Spiel zu Hause verloren hat, vielleicht genau richtig. Gut, die Bremer sind jetzt auch nicht so schwach wie das 1:3 gegen Düsseldorf. Zeigt allerdings, haben sie extreme Schwächen in der Defensive gehabt. Und da kommt dann Hoffenheim mit Belfodil und Kramaric mit zwei sehr starken Stürmern genau richtig. Außerdem war Hoffenheim in der vergangenen Saison auch im Heimstark. Lange Rede, kurzer Sinn. Quote 1,83 finde ich bei dem Spiel gut. Deswegen Sieg Hoffenheim. Glaube ich auch, dass die Buchmacher das ein bisschen falsch einschätzen. Die Bremer sind definitiv schwächer als im letzten Jahr. Und ich glaube, dass die müssen sich noch finden, um richtig ins Rollen zu kommen. Also wenn die ein, zwei Spiele mal gewinnen, dann kann sich da was entwickeln. Vorher sehe ich die leider, obwohl ich Anhänger dieser Mannschaft bin, im unteren Tabellendrittel. Da gehörten eigentlich auch die Mannschaften dazu, die als nächstes aufeinandertreffen, und zwar Paderborn gegen Freiburg. Freiburg allerdings mit einem tollen Sieg gegen Mainz aufgrund einer starken zweiten Halbzeit. Paderborn hat uns alle überzeugt, trotz Niederlage in Leverkusen. Toller Offensivfußball, viel Leidenschaft. Ja, und jetzt kommt eine Mannschaft, die auf Augenhöhe sein sollte, wenn sie in der Kasse bleiben wollen. Die Quoten relativ gut verteilt, ist jetzt nicht so super interessant aus unserer Sicht, weil was in dem Spiel kann alles passieren. Also von daher auch lange Rede, kurzer Sinn, kein Tipp bei diesem Spiel. Okay, eine No-Bet hier. Wir haben am letzten Spieltag ja relativ viele Wetten abgegeben, 8 an der Zahl, deswegen haben wir uns jetzt hier ein bisschen gemäßigt, vor allem, weil auch wirklich sehr komische Spiele auf dem Programm stehen. Das nächste haben wir hier gleich mit Düsseldorf gegen Leverkusen. Da habe ich hier eigentlich die Idee der Over 3,5 Wette gehabt. Da hätte man eine 2,1er Quote, aber im Endeffekt konnte ich mich da nicht wirklich dafür motivieren.
Ja, weil die Düsseldorfer halt einfach immer schwer einzuschätzen sind. Leverkusen, theoretisch natürlich Favorit, hat sich aber im ersten Spiel auch nicht mit Ruhm bekleckert beim 3:2 gegen Paderborn. Aber da gab es wenigstens viele Tore und in Düsseldorf gegen Bremen auch. Von daher hätte ich hier jetzt 3,5 genommen, aber das wäre auch schon die einzige Idee gewesen, die ich dazu habe. Und im Endeffekt läuft es dann auch bei diesem Spiel bei mir auf eine No-Bet hinaus. Sehr gut. Augsburg gegen Berlin, da spielen zwei Mannschaften gegeneinander, die eine haushohe Niederlage am ersten Spieltag kassiert haben. Die Augsburger, die so schlecht im letzten Jahr in der Hinrunde waren und in der Rückrunde sich dann noch in der Liga gehalten haben, müssen solche Heimspiele definitiv gewinnen. Die Quoten sind auch relativ attraktiv mit einer 2-1 auf Augsburg. Allerdings weiß man auch, dass es für Berlin in solchen Spielen um alles geht und ich denke, dass sie da die richtige Einstellung haben. Und Augsburg hat aufgrund des Katastrophenstarts und auch den ganzen Ergebnissen der letzten Saison uns gezeigt, dass die keine Safe Bet sind und die Quote zeigt das ja auch an. Deshalb habe ich mich jetzt dazu motivieren lassen, bei dem Spiel zu sagen, wir gehen auf Draw No Bet auf Augsburg. Das gibt eine Quote von um die 1,6, 1,57 seht ihr hier im Screen. Reicht mir bei dem Spiel, weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass Berlin das gewinnt. Normal wird das ein Augsburg-Sieg, aber die Mannschaft ist nicht gut genug, um da jetzt direkt drauf zu gehen. Aber du hast recht, wenn du sagst, Berlin wird dieses Spiel höchstwahrscheinlich nicht gewinnen. Dafür ist selbst die Quote von 1,55 noch einigermaßen gut. Aber gut, das ist für mich leider nicht gut genug, deswegen würde ich da nicht drauf setzen. Ich wollte nur mein Veto hier nicht unerwähnt lassen, nicht, dass es heißt, was macht's denn ihr für einen Scheiß? Dabei war das seine Wette. Aber gut, also im Endeffekt sind wir ein Team. Okay. Und Mainz-Gladbach, nächstes Spiel. Die Gladbacher, ja, im ersten Spiel hatte ich natürlich auf Gladbach-Sieg, wie fast immer, in der letzten Saison auch. Und dann haben sie natürlich nicht gewonnen, vor allem gegen Schalke. Und jetzt geht's gegen die Mainzer, die ja auch so ein Team sind. Die kann ich immer ganz schwer einschätzen. Am ersten Spieltag dachte ich, das Value ist auf Mainz gegen Freiburg. Dann fangen die sich einfach drei Tore in Freiburg und verlieren das recht deutlich. Und hier denke ich aber trotzdem, muss man bei der Quote eigentlich auf Gladbach wieder setzen. Was hilft's? Ist einfach das bessere Team und die Quote ist dafür viel zu hoch und daher die Wette mit einer 2 auf Gladbach mit einer 2,35 gerundet. Ja, gibt's nicht viel zu sagen, nehme ich mit. Nee, die Quote ist einfach gut genug, um das zu probieren. Quotenkarussell beim nächsten Spiel, das Topspiel dieses Spieltags am Samstagabend, Schalke gegen Bayern, sowas wie ein Klassiker, aber die Quoten auf den FC Bayern sind zu schwach und auch auf Schalke Handicap sind die Quoten uns nicht gut genug. Bayern jetzt mit Perisic und Coutinho wahrscheinlich in der Startelf dabei. Bin da mal gespannt, was mit Thomas Müller passiert, aber das ist einfach nur eine kleine Randnotiz. In dem Spiel, aufgrund der Quoten, gibt es keine Wette. Ja, zu Recht, wie oft bei Bayern-Spielen, irgendwie schwer zu sagen, weil die Quote immer sehr niedrig ist. Meistens trifft es auch ganz genau. Und mein Tipp wäre einfach auf Ergebnis 2-0 Bayern. Wäre interessant, aber halt mit nur ein paar Cent. Aber mehr ist es auch dann nicht wert. Leipzig gegen Frankfurt hingegen haben wir uns dafür eine Wette motivieren können. Da muss ich jetzt schnell spicken, weil dieses Spiel schaut mir eher nach einer No-Bet aus. Das kann in alle Richtungen gehen. Die Leipziger tendenziell natürlich stärker einzuschätzen nach dem ersten Spiel, auch allgemein vom Kader und vom Trainer her. Wobei nichts gegen Adi Hütter, der hat ja Großes geleistet letzte Saison, auch teilweise in der Euroleague. Aber dafür ist die Quote halt einfach zu schlecht auf Leipzig und ich glaube nicht, dass Frankfurt in Leipzig was reißt, um hier irgendwie mit Frankfurt irgendwie Wetten zu machen. Andererseits gibt es viele Zuschauer von uns, die immer gerne auf die Frankfurter setzen, die werden sich vielleicht von der Asian Handicap Plus 1 von Frankfurt locken lassen. Ja. Mir ist aber auch die Minus 1 auf Leipzig einfach nicht gut genug. Von daher gibt es hier auch keine Wette auf Over oder sonstigen Schnickschnack.
schließe ich mich da an. Eine 1,5er, also plus 1,5 auf Frankfurt, hätte interessant werden können bei einer guten Quote. Aber auch da ist die Quote bei 1,4, 1,5 zu schwach. Ja, das letzte Spiel, das den Spieltag abschließen wird, ist Hertha BSC Berlin gegen den VfL Wolfsburg. Und auch hier können wir uns zu keiner Wette durchringen. Finde es persönlich nicht uninteressant, auf die Wölfe mit Handicap zu gehen. Allerdings ist die Quote da zu schwach. Berlin jetzt nur ein Spiel wie alle anderen Teams in der Saison bisher. Aber ein 2-2 gegen Bayern könnte man normalerweise unter normalen Umständen sagen, boah, da geht was. Aber der FCB, der war auch jetzt nicht so perfekt am Start. Wolfsburg letzte Saison am Ende federn lassen. Beide treffen die Quote nicht gut genug. Berliner Sieg, die Quote zu riskant. Wolfsburg Außenseiter, trotzdem alles zu riskant. Klassisch unentschieden, was aber auch nicht gesetzt wird. Also no bet. Ja, unentschieden hatte ich gar nicht auf dem Schirm, aber ja klar, in dem Spiel. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass die Bayern nicht gut waren, die waren schon gut. Hertha hat halt zwei Glückstore gemacht und am Ende hat Bayern aber diesen Glückselfer gekriegt. Also von daher, dass die da gepunktet haben, man kann es clever nennen, man kann es am Ende auch sogar blöd nennen, dass sie nicht gewonnen haben. Aber ja, also überzeugend war das auch nicht von der Hertha, aber vielleicht auch einfach die richtige, genau die richtige Taktik. Aber ob sie die halt gegen Wolfsburg auch finden, das ja, wird spannend. Auf jeden Fall vier Wetten. Genau. Wenn ich mir den Screen so anschaue, dann sieht man, dass letzte Woche eher eine Ausnahme war, wie viele Wetten uns da reingesprudelt sind. Das heißt, jetzt versuchen wir es mal mit ein bisschen weniger, aber dafür mit, ehrlich gesagt, einem ganz guten Gefühl. Wir würden uns auch freuen, wenn ihr eure Tipps mal in die Kommentare schreibt. Auch danke für jegliches Feedback, was wir so bekommen. Wir haben ja einen Tipp bekommen, bringt mal den Beat rein. Von daher hoffen wir, dass das Ganze jetzt noch ein bisschen mehr rockt. Und Radek Wegeras, was sind deine abschließenden Worte? Macht's gut, schönes Wochenende, bis zum nächsten Mal. Radek is the best. No, Chris is the best. Okay, they're both awesome. That's right, may the best win. Allgemeine Sportwetten-Tipps und konkrete Wetttipps kostenlos per E-Mail. Jetzt eintragen auf xbet.tipps.